So, servus, grüßt euch. Heute haben wir was ganz was anderes. Und zwar habe ich von einem Zuschauer eine Anfrage gekriegt, ob ich mir einen Test machen darf. Geht es um den 18 Volt Bosch Akkuschrauber, den GSR 18 VEC 2016, den habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Und zwar bezweifelt er irgendwie, dass das ein Röhmbohrfutter ist. Der hat in die Kommentare eingeschrieben, das ist übrigens der WeTested, falls du zuschaust. Ich habe mir die Zeitnummer und werde es einmal ausprobieren vor laufender Kamera. Der schreibt, ich soll einmal versuchen, auf Drehmoment Stufe 12, 50 Schrauben, Größe hat er nicht geschrieben. Ich habe jetzt einfach einmal, was sind es für 4,0 mal 45er Schrauben genommen, 50 Stück reinschrauben und wieder rausschrauben. Und dann auf die Stufe 18 wechseln und das gleiche wieder. Wieder 50 mal reinschrauben und 50 mal wieder rausschrauben. Den Sinn von der ganzen Übung hat er jetzt nicht reingeschrieben. Ich denke mal, dass er eventuell irgendwie befürchtet, dass sie dann vielleicht der Bithalter löst oder hau mich tot. Ich würde sagen, lasst uns einfach einmal überraschen und schauen wir mal, was da passiert. Wen es interessiert, bleibt dran. Schauen wir mal. Das war's. Also,
Bit. Halt da halt. Ich weiß nicht, wo es jetzt anders sein soll. Also nach wie vor verstehe ich den Sinn von dem Test immer noch nicht so hundertprozentig. Also wie gesagt, ich kann mir höchstens vorstellen, dass der vielleicht die Vermutung hatte, dass der Bit davor fällt oder was weiß ich, dass irgendwas kaputt geht, keine Ahnung. Es ist nichts passiert, der Bit-Halter hängt immer noch drin, fest. Also, naja. So, also, ich habe jetzt kein Problem erkennen können. 100 Schrauben rein und raus. In Drehmomentstufe zuerst 12, oder? Doch, 12 und dann 18. Oder 15 und 18, nein, 12 und 18, glaube ich. Ich habe kein Problem gehabt. Ich weiß nicht. Ich hoffe, lieber we tested. Ich habe damit jetzt irgendwie helfen können. Meiner Meinung nach hat Bosch keinen Schmarrn verzeiht. Ich finde, Bosch kann sich das nicht leisten, dass die in so einem Grab verzeiht, dass das ein Röhrenbohrfutter sein sollte, ist und wäre aber keins. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das auch wirklich ein Röhrenbohrfutter ist. Ich bin nach wie vor absolut überzeugt von dem Gerät. Und ich werde den Kameraden da auch bald, weiß nicht, wie ich dazukomme, gegen einen anderen 18 Volt Schrauber antreten lassen. Das wird in naher Zukunft passieren. Ich schätze mal, dass das Video wahrscheinlich dann so in den nächsten 14 Tagen online gehen wird. Je nachdem, wie ich dazukomme. Es ist ein Gerät, das preistechnisch eigentlich ziemlich identisch mit dem Ding ist. Und qualitativ weiß ich noch nicht, ich hab's noch nicht. Aber ich glaube, dass sie da nicht recht viel tut. So, ja, das war's eigentlich. Ich habe mir heute kurz einmal die Zeit genommen, um den Test schnell zu machen. Dann bleibt mir bloß noch eins. Ich wünsche euch was. Servus, bis zum nächsten Mal. Ach ja, wem es gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren oder einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Servus!